Hasengras bleibt und ist für immer Hasengras. Hasengras, jetzt auch in Ihrem Sturmwaffelmarkt. Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, und willkommen zurück zu einer Folge Waffelpost Spezial. Ich schneide mir die Wimpern mit einer Schere ab. Ah, mach ich natürlich nicht. wir haben es geschafft. Gemeinsam haben wir nicht. Ich habe eine Schere gefunden. Ich habe keine Nagelschere wie in der ersten Folge. Kein gefährliches Messer. Habe ich das Messer eigentlich weggelegt? Kein gefährliches Messer auf jeden Fall wie in der zweiten Folge, sondern eine Schere. Ich habe hier wieder drei Päckchen mir ausgekramt aus der Riesenmasse on Fleek. Und mache das einfach so wie die ersten beiden Male. Das scheint euch extrem gut gefallen zu haben. Und ist auch... Ist das ein Professor? Okay. Ja, ist auch cool. Ist das privat jetzt oder? Nee, schon. Okay. Ja, wie gesagt, wir öffnen jetzt einfach mal, wenn es euch gefällt. Lass mal eine Schere nach oben da. Und ich baller direkt in dieses Paket von Professor Dr. Tamara. Boah! Warte, ich schau mal kurz hier. So, das kann man eigentlich auch so aufmachen. Ich glaube an mich zumindest. Mensch, da drin ist meine Rüstung. Ja. Das riecht nach Essen. Das riecht nach... Das riecht tatsächlich nach Waffeln, also kein Scheiß jetzt. Aber das ist so ein Amazon-Paket, was noch so verkauft ist. Was zur Hölle? Okay. Okay, gut. Hasengras? Okay, einmal dahin. Alles klar, das ist ein, glaube ich, original verpacktes Amazon-Paket. Das heißt, jemand hat mir was bei Amazon bestellt. Oder Amazon. Es gibt ja immer zwei Menschen, wisst ihr? Es gibt zwei Menschen, auf die man in dieser Welt unterscheiden muss. Und zwar Leute, die Amazon sagen und Leute, die Amazon sagen. Welches von beiden richtig ist, schreibt euch bitte in den Kommentaren, denn genau dafür mache ich Videos. So, könnt ihr mal. Weißt du, Vietcong, Alter, habe ich richtig krass zugeknattert. Hatte meinen Schützenrekord, im Schützenkarben 3B, aber ich krieg kein Paket auf, ey. Also wir haben Fliegen geschossen. Schießt keine Menschen ab. So, können wir mal kurz. Warte, okay. Oh nee. Oh nee. Bitte erst lesen. Es gibt einen Beispielzettel. Oh, ich hab Angst, Alter. Okay, das ist aber nix. Okay, okay, alles gut. Es roch essbar, ist es aber glaube ich nicht. Hier eine Briefbombe. Briefbombe für. Und da kann man dann. Ach, for pause. Oh, Briefbombe führen, dann kann man da eine Briefbombe hin. Okay. Ein bisschen Angst. Langer Brief, das mache ich jetzt wie gesagt immer danach, damit wir uns einmal hier durch die großen Dinger durchschlonzen können. Leute, Alter. Schon wieder eine Briefbombe. What the fuck? Okay, warte, wo ist denn der Erklärungszettel? Hier sind drei Briefbomben dabei. Oh, wieder das ganze perfekt. Guck mal. Guck mal, das bin ich. Und das ist Valuten. Und das ist Bergmann. Und das ist Saint-Germain. Das ist voll cool, ich liebe sowas immer, wenn das so handgepickt die fucking Watte, also bei aller Liebe, das ist ja echt ui. So, warte, da ist der Erklärungsbrief, hier ist aber noch viel. Okay, warte, wo ist denn der Erklärungszettel? Es gibt einen, ach so, einen Beipackzettel, kein Beispielzettel. Entschuldigung, ich will lesen. Hier ist, what the fuck? Jemand hat mir wirklich ein Tier geschickt, das ist ein Grashüpfer oder so. Warte mal, mein Gesicht weg. Fokus mal. Wie ekelhaft ist das denn? Warum ist hier ein toter Grashüpfer oder eine Motte oder so?
What the fuck? Warte, das muss man fokussieren. Alter, das... Da, fokus mal bitte. Ich geh mal weg. Mach! Los! Fokus das Ding hier an. Mach es, Kamera, komm! There we go. So. Was zur fucking Hölle? Wer schickt mir ein totes Insekt oder so eine Häutung von einem toten Insekt? Was ist denn los bei euch? The fuck, Alter! Puh, okay, alles klar. Ich würde das sehr gerne jetzt nachlesen. Das dauert aber bestimmt eine Dreiviertelstunde. Ich das verstehe. Ich tue es einfach mal ganz. Ich muss das weglegen, Alter. Runter, nicht das sehr. Oh Gott, shit, ey. What the fuck? Also ich mach mal weiter. Ich bin verstört. Das hat bestimmt eine sinnige Erklärung, aber. Oh Gott, ich bin komplett durch den Wind, Alter. Ich bin wirklich ein bisschen fertig jetzt. Und hier ist auch gründend warm wieder. So warm ist gerade. Da ist ein MC Expert Skin drin. Das ist übrigens von Noel. Ich glaube, der erste Junge. Guck mal. Stürmi, love you. Das ist okay. 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 Na cool. Warte, ich tue das mal hier auf die komische Motte und sowas. Guck mal, eine Brief. Moment. Da ist, also das ist hier so eine... Oh, okay. Da ist keine Kohlensäure drin. So eine Flasche, aber hier ist... 5 Euro... Flasche? Sieht aber aus wie so ein... ganz merkwürdige 5 Euro Scheine. Hier ist auf jeden Fall wieder Geld drin. Also ich glaube auch nicht, dass das echt ist. Die sind nämlich lila. Ganz merkwürdig, keine Ahnung. Lass mal auf mal so. Hier ist auf jeden Fall noch ein... Ey, guck mal, ich habe auch ein Frosch-LP bekommen. Mit dem Fußball dran. Hallo. Das ist der Bruder von Frosch-LP. Wie der heißt, könnt ihr bestimmen, denn der hat leider dann Amnesie und ist ganz schlecht im Namen erinnern. Aber guck mal, wie süß er aussieht. Jetzt habe ich den Bruder. Hallo. Der ist auch genauso ein Schludri wie ich. Das ist echte Tieraugen. Ah, okay. Ich trau jetzt kein Paket mehr, Alter. Oh, guck mal, hier sind noch ganz coole Sachen. Okay, ganz ging, glaube ich. Bitte unterschreib. Okay, gut. Da ist der Brief, wie gesagt. Oder das ist ein Brief an einen Fan, mal schauen. Das sieht nämlich aus wie ein Fanarsch. Und guck mal. Team Ripper für Minecraft Clash. Guck mal, das ist sogar sehr aktuell eigentlich. Weil Clash ist ja noch nicht so lang. Also jetzt auch seit 2,5 Wochen, glaube ich, dran. Aber das ist schon cool. Guck mal. Hihihihi. Oh, wir sind das Lieblings-Clash-Team. Oh, hoffentlich meint er das auch immer noch so. Und ich glaube, das kann sein, dass es sein Skin ist hier. Und er hat nämlich hier ein Schwert. Und da hat der ein Schild. Oder ne, ein Brustpanzer. Entschuldigung, hier ist nämlich der Brustpanzer bei Maschine. Und sehr süß. Dankeschön auf jeden Fall, Noel. Ich schaue da, wie gesagt, immer nochmal in die Briefe. Das ist immer noch super schwer. Also eine Flasche, okay. Ich schaue da, wie gesagt, immer da nochmal danach rein in die ganzen Briefsachen. Aber jetzt gehen wir über, und zwar zum letzten Paket hier, was auch immer das, ich bin immer noch verstört von dieser Bienenhaut oder so, ey, das ist echt, oder Heuschreckenhaut, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Okay, das macht mehr Sinn. Wir mal aufmachen. Oh Gott, ey, wenn ihr eins hiervon mitnehmt, wenn ihr es sehen könnt, dann wäre es, wie man Pakete aufmacht. Also deswegen, mir hat auch einer geschrieben, die Kamera niedriger, letzte Folge. Und ich dachte mir so, nee, dann seht ihr, wie scheiße ich bin im Paket aufmachen. Schon wieder verkackt. Wie kann ich hier so schlecht sein da drin? Ich kann vieles, wisst ihr? Ich habe auch schon viel gemacht in meinem Leben. Ich gebe gerne zu, Pakete aufmachen gehört echt nicht da. Oh, fuck. Also, so nimmt mich doch keine Frau. Schatz, machst du mal das Paket auf? Ja, ich sitze hier seit 3 Stunden dran. Leb schön. Mann, ey, ich bin noch mit so einem Kopf. Ist das richtig? Wie ist das denn auch zugeklebt? Das macht doch keiner. Da sind bestimmt Drogen drin. Also da hat sogar die Polizei am Zoll keine Lust mehr. Okay. Okay, das haben wir.
Wo ist die Nagelschere, wenn man sie braucht? Boah, ich fange mich an zu schwitzen jetzt hier schon. Das ist keine Luftzufuhr, sondern gleich schon eine Scheiße. What the fuck? Okay. Ein... okay, ein Kräutertee. Oh, ist der durchsetzungsfähig. Oh, hier ist aber schon eine Weile drin. Ein Brief. Ich denke, das sind die Sachen nicht nach. Hier ist nur Tee drin. Magic Moments. Stern. Alter, ist das. Ui. Und ein kopfloser Bergmann. Ich habe ein bisschen Angst. Okay. Nee, das ist der Kopf, der ist abgegangen. Guck, dieses Bergmannskopf. Peggy. Hi, du. Und, komm her. Also, das ist übrigens von Monika. Ist auch unterschiedlich über Sturmwaffe. Wie gesagt, ich schau mal, vielleicht ist das Berg wieder. Ah, das Berg ist wirklich hier drin. Wie cool ist das denn? Warte, Moment, da ist noch was. Was ist hier unten? Wo ist das denn? Okay, also hier ist tatsächlich einfach ganz viel Tee und so ein kleiner Satz Bergwerkfiguren. Da ist Max wieder, da bin ich, guck mal, hallo, und da ist Paluten. Paluten hat aber auch nur noch ein Bein, das ist leider auch abgefallen. Ja, wieder echte Paluten. Hip, 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 Edgar, Edgar, wo ist mein Schwein, ich hab mein Bein verloren. Suche Schwein und suche Bein, Paluten, guck, 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 guck. Wieder echte. Oh Mann. Ja, aber hier ist auf jeden Fall unglaublich viel Tee drin. Ich würde ganz gerne, ich guck mal, ob ich so eine anfängliche Erklärung finde. Dankeschön, Monika, auf jeden Fall. Ich finde diese kleinen Figuren immer super, super süß. Ich glaube, es gibt ja auch so Cutouts. Ich weiß gar nicht mehr, von wem die sind. Ursprüngliche. Ich schau mal. Vielleicht, da ist ein Brief noch drin. Okay, gut, da wird das wahrscheinlich alles erklärt sein. Wie gesagt, nicht hier so komplett lesen zu versinken, denn die sind ja jetzt alle uncut, zumindest die Boxfolgen immer. Lese ich die Briefe jetzt gleich auf jeden Fall noch mehr durch. Vielen, vielen Dank an euch drei wieder mal. Es sind noch einige Paketchen da. Wie gesagt, wenn euch das weiterhin gefällt mit den Paketen, dann lasst mal noch oben da. Ich habe jetzt von Folge zu Folge kriege ich mehr Angst. Letzte Folge irgendwie ist da ein Tier drin in dem Ding. Jetzt mal so eine Wespen- oder Heuschreckenhaut. What the fuck? Das muss ich auf jeden Fall gleich nochmal durchlesen, was das war. Ey, und ich habe ein bisschen Respekt jetzt vor den Paketen, weil da sind halt schon krasse Sachen drin manchmal. Nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hab Panik, Alter. Haut rein. Bis dann. Ciao.